Leute, willkommen zurück zu Third Age Total War an diesem Donnerstag. So, ja, was haben wir heute vor? Warum können wir jetzt eigentlich da plötzlich reinfahren? Ne, egal. Ja, was haben wir heute vor? Wir werden Dun Ginnerad, meine ich, natürlich, nicht Dunerad, das haben wir ja schon eine Weile, belagern und mit den Truppen vielleicht sogar Isengard belagern. Das wird man dann mal noch sehen. Ansonsten haben wir eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel vor. Und ja, werden natürlich auch neue Truppen von hier oben irgendwo holen. Müssen mal schauen. Okay, das geht nicht. Das ist natürlich. Ah, doch, das geht. Moment mal, wenn wir den reinschicken, ist halt grün. Ohne den ist gelb. Aber das kann ich drauf verzichten eigentlich. Dann nehmen wir den mal da mit runter. Und dann können wir nämlich Elrond irgendwann auch mal noch rausholen aus der Stadt, wenn wir mal noch einen Dings übrig haben, einen General. Müssen wir uns mal irgendwann einen holen. Dann kann man nämlich den nach Dunerad schicken. So. Achso, der fehlt noch, der muss da mal noch rein. So, jetzt ist er drin. Super. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wäre es das jetzt erstmal soweit für diese Runde und wir können die Runde beenden. So, ich glaube, die meistbesuchteste Burg von Eriador ist auch dieses Tilmor. Also das sind unsere Leute, laufen da die ganze Zeit dran vorbei, wenn sie hier in den Süden kommen. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. So, sind ja Freunde, die Leute aus Eriador. Was mich mal interessieren würde, ist, wie schnell wir diese Stadt Ginnerad und die Stadt Isengard, beziehungsweise die Burg, erobern können, ob wir zufälligerweise irgendwie angegriffen werden oder ob wir tatsächlich die kompletten 11 Runden abwarten müssen. Ero hier, der Edelmann, ne, brauchen wir nicht. Weniger Elben verlassen Mittelerde, super. Ui, geil. Seht ihr, was ich sehe? Vielleicht können wir jetzt ja tatsächlich hier schon einen Großteil dieser Armee vernichten. Stellen wir uns mal mit den Truppen hier hin. Jetzt greifen wir natürlich mit der Hauptstreitmacht von Valpanbarion an. Dann hoffen wir mal, dass wir die Schlacht hier gut gewinnen. Und vielleicht sogar so viele Leute aus Ginnerad töten, dass wir die Stadt auch so angreifen können bald. Und dann können wir nämlich mit der anderen Armee hier von Eladan nach Isengard marschieren. Und vielleicht können wir da sogar dasselbe machen. Mal schauen. Also, dann greifen wir jetzt erstmal hier diese Armee an. Und es hat natürlich mal wieder nicht geklappt, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte. Schade. Na gut, okay. Dann marschieren wir halt hier mit den Truppen mal nach Isengard darüber zu Herr. Was wäre es der? Herrerik. Zu Herrerik, genau. Naja, gut, dann belagern wir hier trotzdem mal. So, und ich denke, wir werden auf jeden Fall belagern müssen. Ja, weil das greife ich nicht an. Da sind mir die Verluste einfach zu hoch. Und ihr wisst ja, wie lange es manchmal braucht, bis wir neue Truppen hier runter schaffen. Oder wie lange das einfach. Ja, das ist einfach ein zeitliches Risiko meistens. Das können wir nicht machen. Wie sieht es eigentlich aus? Oh, wir können tatsächlich auch schon mal hier Truppen rekrutieren. Wie viele Leute können wir denn hier unterhaltsfrei haben? 4 Einheiten unterhaltsfrei. Machen wir das gerade mal. Und eine Einheit Katapulte nehme ich mir auch mal mit. Können wir mal so anfangen langsam. So ein bisschen was unterhaltsfrei hier aufzustellen, hat noch nie geschadet. Auch hier können wir mal noch eine Einheit unterhaltsfrei positionieren. Hier haben wir, glaube ich, schon alles, was wir so. Ah ne, 3 Einheiten rein theoretisch. Ist die Frage, ob man das jetzt gerade hier unbedingt braucht, gell? Eher nicht. So. Dann würde ich sagen, beenden wir mal wieder eine weitere Runde. Herr von Mordor hat ja sich im letzten Part mal wieder in den Kommentaren geäußert. Fand ich mal wieder schön, dass er sich auch mal wieder gemeldet hat. Und hat ja gemeint, ich sollte Ginnerad einfach an Rohan verschenken praktisch, weil die ja dann auch Spawn-Truppen in Ginnerad bekommen. Will ich aber eigentlich nicht machen. Folgende Begründung: Ich hätte ganz gerne Ginnerad und Isengard noch für mein zusammenhängendes Reich irgendwo, ja. Und dann diesen Rest kriegt dann irgendwann mal Rohan. Ja, den brauchen wir auch nicht. Das müssen wir, genau, das will ich mal gucken, wie wir das am besten hinbekommen. Was?
Moment mal, okay, das ist ja interessant. Baubericht Birk. Haben wir was fertig gebaut? Okay. Brauchen jetzt, glaube ich, gerade erstmal nichts mehr. Talsier fertig gebaut hier drüben. Und Dunerath. Ist jetzt die Frage, was wir hier noch bauen wollen. Ich denke, kulturmäßig geht es gerade schon einigermaßen flott voran. Wobei natürlich für diese ganzen Einheiten hier schon viel, viel mehr Leute gebraucht werden. Also unsere Kultur gebraucht werden. Die Frage, was bringt denn jetzt dieses Gebäude hier? Nichts eigentlich, lassen wir das mal. Dann bauen wir doch noch den elbischen Hort der Kunst und dann haben wir ja irgendwann mal 75% hier, hoffentlich von Elben. Dann können wir nämlich Stallungen bauen, Truppenübungsplatz bauen, Übungsplatz bauen und so weiter. Genau, passt erstmal soweit. Und jetzt würde mich doch mal kurz eine kleine Sache interessieren, wo ich jetzt mal ganz kurz Toggle Flow anmache, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel mich vielleicht verarscht. Tatsächlich ist Osthellefhorn hier oben gerade in der Hand der Rebellen. Interessant. Fuinhafen gehört auch übrigens noch den Rebellen und ich bin echt am Überlegen, ob wir die Stadt da oben mal einfach erobern wollen. Ich denke, Osthellefhorn wird wahrscheinlich nichts, aber mal schauen. Wie viel Geld machen wir denn gerade noch? Ja, noch ein bisschen was machen wir. Rekrutiere ich jetzt mal hier eine Einheit von denen und eine und zwei Einheiten hiervon. So am besten. Machen wir das mal gerade so. Und dann kann ich nämlich hier. Moment mal, dann lassen wir die Rekrutierung in Dunerath erstmal sein. Moment. Wobei, können wir auch machen, egal, lassen wir es mal so. Und jetzt braucht es halt ein paar Runden und dann können wir nämlich aus den Truppen von Midland und Südmidland können wir dann hier rüber schicken nach Forlond, müssen dann aber hier auch noch eine Einheit Schwertkämpfer der Quenni rekrutieren, damit wir Forlond auch verlassen können. Ja, also zumindest geschützt verlassen können. Und dann können wir nämlich mit einer kleinen Truppe vielleicht tatsächlich noch Osthellefhorn erobern, falls die Zwerge es bis dahin nicht zurückerobert haben oder zumindest mal Fuinhafen da oben erobern. Das wäre auch nicht so schlecht, würde ich sagen. So, ansonsten die Flotte. Ziehen wir gleich mal wieder hier hoch. Dann können wir nämlich per Flotte hier hinauf, falls wir es brauchen sollten. So, und dann mache ich natürlich Toggle V auch wieder raus. Und dann beende ich diese Runde, würde ich sagen. Das finde ich ganz interessant. Also je nachdem, wie das läuft jetzt da unten. Lol, okay, das war jetzt gerade Fail, gehe ich gleich noch drauf ein. Ja, je nachdem, wie das jetzt da oben im Norden läuft, könnten wir uns vielleicht sogar wieder zwei weitere Gebiete einverleiben, wäre ja gar nicht schlecht. Oder zumindest mal die eine Insel, die habe ich nämlich schon wieder ganz vergessen. Die wollte ich aber tatsächlich auch mal irgendwann mal erobern. Ich habe nur irgendwie mittlerweile nicht mehr ganz so dran gedacht, muss ich zugeben. So, und gerade eben im Süden, hier unten, ist was Lustiges passiert und zwar. Moment, erstmal gucken wir mal, brauchen wir den? Nee. Habe ich ja hier hinten angreifen lassen mit dieser Armee hier. Ja, das war natürlich ein bisschen doof, weil, also die Armee, die da davor stand, war natürlich doof, weil jetzt die hier rüber marschiert sind. Ja, von dem her hat das jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht. Ich bin gerade echt am ernsthaften Überlegen, ob ich hier die Belagerung abbrechen soll und dann nochmal angreifen, um das hier ein bisschen jetzt gegen diese Truppen hier so zu kämpfen, ob die dann da was machen würden. Ich bin mal gespannt, ich mache jetzt mal ein Schnellspeichern ganz kurz. Ja, also die würden jetzt tatsächlich hier angreifen. Die Frage, wollen wir das? Ich meine, wenn wir jetzt dann gleich wieder die Belagerung fortsetzen, dann brauchen wir halt wieder 9 Runden, gell, rein theoretisch. Aber so könnte man vielleicht schon so viele Truppen töten, damit wir gar nicht mehr belagern müssen. Ja, ich denke, wir werden das jetzt mal machen. Ist ja sicherlich auch ganz spannend. Natürlich kein Nachtangriff, ja, sondern so werden wir angreifen. Dann hoffen wir mal, dass unsere Elite-Armee hier, also ziemliche Elite-Armee, diese Schlacht ja auch gewinnen kann. So, ich hoffe, das war jetzt echt kein großartiger Fehler, was ich hier gemacht habe. Aber ja, mir erscheint halt schlau. Vielleicht schaffen wir es ja, einen Großteil der Armee zu töten. Und dann können wir nämlich auch die Stadt stürmen in einer Runde oder in zwei. Je nachdem. Aber jetzt müssen wir uns natürlich erstmal um diese Truppen hier kümmern. So.
erstmal hier den Fernkampf-Plänkel-Modus raus. So, was mich jetzt mal interessieren würde, gell, wenn man das so rausmacht, dann kann man, ist eigentlich irrelevant, was da angezeigt wird. Man muss nur hoffen, dass es dann richtig angezeigt wird irgendwie. Ach, keine Ahnung. Ich verstehe das auch nicht so ganz mit dem Plänkel-Modus. Weil manchmal, man hat ja Einheiten dabei, die haben den noch drin und Einheiten dabei, die haben den draußen. Und wie ich es dann jetzt rauskriege, ob der jetzt dann tatsächlich auch raus ist bei allen Einheiten oder nicht, oder ob das überhaupt damit was zu tun hat oder so, ich verstehe das auch nicht so ganz manchmal. So, ich hoffe, ihr wisst, worauf ich jetzt gerade hinaus wollte. So, ich denke, das wird dann jetzt auch so die letzte große Schlacht gegen... Ui, von wo kommen die denn? Von da hinten. Ist natürlich nicht so cool. Stellen wir uns hier mal auf. So, mit der Kaff gehen wir hier an die Flanke hin, mit der Reiterei da hinten. So, und dann schauen wir mal. Ich denke, die feindlichen Armeen werden sich hier erstmal vereinen, bevor sie uns angreifen. Ja, da kommen die Truppen. Es braucht jetzt eh erstmal noch eine Weile, bis die ganzen Soldaten hier sind. Aber ich würde eh sagen, wir warten einfach hier, weil ich will nicht unbedingt gegen die Truppen hier separat erstmal kämpfen und gegen die anderen. Das sind eh so wenig, das sind irgendwie 4 Einheiten oder so. Ist jetzt nicht so wichtig, da holen wir uns lieber hier drüben eine gute defensive Position einigermaßen. Stellen uns vielleicht sogar noch ein bisschen weiter hier vor. So, und dann geht es jetzt nämlich auch schon los mit dem Schießen hier. So, mit den beiden Einheiten reite ich jetzt mal hier, ups, vor. Mit den beiden natürlich auch an der anderen Flanke, an der rechten Flanke. So, und dann hoffen wir mal, dass unsere Bogenschützen hier einiges töten, bevor es zum Nahkampf kommt. Moment, wer kämpft denn hier gegen uns? Ach, Reiter Dunlands kämpfen hier schon. Aua. Das tut natürlich weh. Jetzt haben wir hier schon 2 Reiter verloren. Aber ich hoffe, dass unsere Bogenschützen das hier schnell erledigen werden. Schießen eigentlich gerade alle darüber oder schießen die auch woanders hin? Ah ja, nur die 3 Einheiten schießen darüber und hier schießt der Rest auch vorüber in die Richtung. So, greifen wir hier mal mit der Kavallerie an, solange wir noch können. Ja, diese ganzen komischen Reiter Dunlands, die nerven mich natürlich ein bisschen, weil ich würde lieber hier drüben vernünftig angreifen. So, und jetzt greifen wir hier halt eben mal so an. So, das sollten auf jeden Fall schon mal einige Verluste sein hier in den Reihen. Der Wildjäger, ja wunderbar, das sieht doch ganz ordentlich aus, wobei besser laufen könnte es eigentlich schon, gell. Isenmach, X-Men kommen da jetzt, dann ziehen wir uns jetzt mal lieber zurück. So, und jetzt schauen wir mal, ob jetzt unsere Bogenschützen hier noch ein bisschen was richten können gegen diese riesige Armee hier. Wir haben nämlich bisher, das muss man halt auch mal so sehen, gell, nur, Moment mal geschwind, wo haben wir denn noch Speerträger? Hier. Gut, dann schicken wir die gleich mal hier vor, nämlich. Wir haben bisher nämlich nur 8% unserer Gegner getötet, 9% mittlerweile, trotzdem relativ wenig. Ja. Die Einheit brauche ich da drüben noch. So, und die kommen einfach auch nicht in die Gänge, gell? Das ist halt einfach scheiße. Okay, den Ansturm haben sie gerade selber abgebrochen, beziehungsweise durch unsere Schüsse wurde das Ganze auch noch ein bisschen vermindert. Jetzt brauchen wir hier die Kaff. Die Kaff kämpft ja schon hier unten gerade. So. So, hier ist ein ziemlicher Knubbel hier oben, aber ich denke, das schaffen meine Leute hier. Die tapferen Elben. Schicken wir jetzt hier mal die Truppen entgegen, weil arg viel länger braucht es hier. Oder arg viel mehr können wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal schießen. Also von dem her können wir da auch mal so angreifen.
Oh fuck, meine Reiterei hat hier ein ziemliches Problem. So, ziehen wir die jetzt mal raus, solange es noch irgendwie möglich ist. So, jetzt sollte doch eigentlich es möglich sein, hier mal vernünftige Verluste zu erzeugen und dann auch mal die eine oder andere Einheit in die Flucht zu schlagen. So, jetzt hätte ich gerne mal ganz kurz meine ganzen Bogenschützen neu gesammelt hier hinten. Wir haben halt auch schon wieder extrem viele Verluste in den Reihen hier. So, Wildjäger Dunlands greifen wir da oben mal an. Hier unten greifen wir die Axtkrieger Dunlands an. Wir müssen jetzt halt echt schauen, damit unsere Charge mal Erfolge verzeichnen. Hier unser Angriff mit der Kavallerie. Greifen wir mal die Balliste an, die nervt mich. Bin leider auch, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so überzeugt von diesen Eldarinwë Lanzenreiter. Die machen mir jetzt hier nicht unbedingt so den besten Job bisher. Garde Dunlands natürlich, die müssen wir mal angreifen. So. Hier ziehen wir uns auch mal zurück. Die Kavallerie braucht sich gar nicht so weit zurückziehen eigentlich. Wo kämpfen eigentlich die jetzt? Ach, die kämpfen da hinten gegen die Ballisten. Stimmt, da war was. So. Gut, das ist schon mal schön hier. Der Gegner hat schon einiges an Truppen verloren mittlerweile. Aber wir müssen natürlich hier immer noch Unmengen an Gegner töten. Was die manchmal hier so machen, verstehe ich halt auch nicht so ganz, gell? Greifen wir hier mal die Axtkrieger Dunlands an, Speerkämpfer Dunlands. Oh, das tut natürlich weh, da müssen wir uns zurückziehen. So. Streiter Dunlands. Ah, das sind Bogenschützen, in Ordnung. Aber die haben jetzt auch nicht mehr so viel zu lachen hier. Nach dem Charge. So, und ich denke, wenn wir so weitermachen und jetzt auch wirklich noch viele flüchtende Gegner erledigen, dann könnte es tatsächlich was werden mit der Sache, dass wir die Stadt so einnehmen können. Ohne eine weitere Schlacht. Greifen wir mal die Pirschjäger Dunlands an. Ziehen uns jetzt hier mal zurück. Mit denen greifen wir hier an. Mit den Kavalleristen greifen wir die Reiter Dunlands an. Mit den Bogenschützen greifen wir die Kavallerie an, so meine ich. So, wie viel Prozent haben wir denn verloren? 18%. Ja, gut. So, jetzt müssen wir nur noch mal unsere Kavallerie hier formieren, um hier die flüchtenden Gegner auch tatsächlich platt zu machen. Und wir müssen natürlich auch noch hier drüben, das sieht man auch noch ganz schön hier, die eine oder andere Einheit Speerträger etc. auch noch platt machen. So. Ja, da flüchten immer noch nicht alle. Kämpfen denn noch welche hier? Streiter Dunlands und so. So. Aber so langsam, aber sicher soll es trotzdem was werden. Das war der feindliche General. Ist natürlich auch wichtig, dass der stirbt, weil die müssen wir wirklich komplett erledigen. Den General wahrscheinlich zieht er sich in die Stadt zurück. So, jetzt schießen wir mal nicht mehr, würde ich sagen, weil das gibt jetzt nur eigene Verluste. So, greifen wir mal hier die Pirschjäger Enidwites an. Ja, und wenn meine Leute das hier mal ein bisschen entspannter schaffen würden und sich mal ein bisschen anstrengen würden, dann wird es auch nicht so ewig gehen, hier die Verfolgerei. Beziehungsweise es leben ja tatsächlich immer noch Feinde, gell, die da hinten kämpfen noch. Wahrscheinlich nicht mehr lang, aber trotzdem.
So, ach, hier Streiter Dunlands auch noch, die am Kämpfen sind, beziehungsweise halt am Plänkeln sind und am Wegrennen sind, aber jetzt mal von unserer Kavallerie erledigt werden. So. Sieht es jetzt hier drüben aus, die Pirschjäger kämpfen immer noch. Das ist ja mega nervig. Ich weiß gar nicht, warum die so lange durchhalten eigentlich. Moment, Entschuldigung für die Kamerawechsel, aber ich wollte hier eigentlich mit denen jetzt da angreifen. Okay, das war der nächste gegnerische General. So, wo kämpft denn jetzt oder wo flüchten denn jetzt noch welche? Die können wir mal angreifen hier. Den greifen wir da an. So. So wie es aussieht, haben wir jetzt hier bald auch alle Soldaten erledigt. Okay, die haben wir jetzt auch. Es fehlen eigentlich, wie viele Einheiten fehlen jetzt eigentlich noch? Die Einheit da, die da flüchtet. Ich glaube, das sind sogar zwei, kann das sein? Nee. Okay, jetzt können wir noch die Schlacht fortsetzen. Ach, hier steht noch ein Einzelner. Auf den können wir mal kurz schießen. Sollte nicht mehr so lange gehen hier. Okay, das war's. Damit haben wir jetzt, glaube ich, alle Gegner getötet. Ja, 11 und 5 sind übrig. Also ich denke, wenn wir jetzt die Stadt nicht bekommen, dann wundert mich echt alles. So. Dann einmal hinrichten, bitte. So, und das legt uns jetzt natürlich hier Ginnerath frei zur Eroberung. Plündern wir auch mal die Stadt. Super, damit gehört uns Ginnerath. Auch nochmal, man sieht sie ja auch mit 1100 Einnahmen, die müssen wir uns schon fast, die müssen wir echt behalten, die Stadt, weil wir brauchen einfach das Geld. Und wir brauchen ja irgendwann auch noch mehr, wie heißt noch mehr, noch mehr Truppen, also von dem her ist das schon ganz in Ordnung. Jetzt würde mich halt nur mal interessieren, wie sieht es denn hier aus? Jetzt werden hier alle rekrutiert, das ist gut. Gut, okay. So, dann würde ich sagen, Karas Lindai haben wir hier die Straßen gebaut. Können wir von mir aus mal den Hafen bauen. Karas Ninglor brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr, oder? Nee. Nee, hier brauchen wir tatsächlich nichts mehr. Wobei, normaler Steuersatz. Ja, wäre schon cool, wenn wir noch mal ein bisschen mehr Steuern hier rausholen könnten, aber nur 58 und dafür das Rathaus bauen, dann nicht mal wissen, ob das was bringt, ich weiß auch nicht. So, dann Stahlfest auch hier oben, ja, passt. Soweit brauchen wir jetzt auch nichts Neues mehr, nee. Und Bregnas haben wir hier unten. Was bauen wir hier? Grazal haben wir hier gebaut, wir könnten jetzt die Bewässerungsgräben mal noch bauen. Mir vielleicht ein bisschen unser Bevölkerungswachstum anzustoßen. So, und dann würde ich sagen, können wir jetzt schon mit diesen paar Truppen hier drüben anfangen zu belagern. Und falls wir irgendwie die Möglichkeit haben, da anzugreifen, dann machen wir das natürlich auch wieder so wie hier in Ginnerath. Das war natürlich super. Und was wir auch machen könnten, ist vielleicht im nächsten Part dann hier die zwei Armeen angreifen oder nicht angreifen und hoffen, dass die hier rüberlaufen und wir die dann angreifen können. Das wäre natürlich eine super Sache. So, gehen wir mal hier noch mit dem Spion so ein bisschen lang. Ja, gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel Interessantes hier. Für den Part würde ich sagen, wär's das erstmal und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Müssen dann auch mal schauen, wie wir es hier mit Dunarad machen und so. Genau, und wir haben wieder alles Geld rausgehauen. Aber wir machen wieder 6600 ungefähr. Also von dem her passt es auch. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Hofft, der Part hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ciao, Leute.